Hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Garten. Der Regen jetzt aufgehört und ich habe gedacht, ich habe heute Kamera mit und nehme ich ein bisschen von meinem Garten was auf. Und dieses Jahr Garten sieht nicht so prächtig, wie ich mir gewünscht hätte. Aber naja, die Physalis, die sind noch so klein. Dann weiß man nicht, wann wird dann Ernte sein. Die sind noch kleiner. Eigentlich, irgendwie wächst dies ja nicht. Wir haben sehr, sehr viel Regen. Und ein paar Tage war es sehr, sehr heiß. Dann hat man angefangen, natürlich alles zu brennen. So, mein Gemüsebeet ist, fast, kann man sagen, fast fertig. Habe ich fast alles schon geerntet, außer Rotkohl. Rotkohl steht sehr gut. Schaut ihr, was für so eine schöne Kopf macht er da unter dem Netz. Und die Blätter sehen alle so schön, nicht angeknabbert. Richtig wunderbar. Das freut mich, dass dieser Netzschutz wirklich von den Fliegen. Aber da am Ende des Bettes, da kam die trotzdem Schnecke durch und haben angefangen, mein Spitzkohl zu futtern. Da sind noch ein paar kleine Köpfe da. Einfach so zum Essen, für Salat machen. Nicht zum Anlegen. Zum Anlegen geht es auch nicht, weil es ist Sommerkohl. Und muss mal harte Sorte für den Sauerkraut machen. Dazwischen habe ich auch Zwiebel reingesteckt. Es sieht gar nicht so schlecht aus. Ganz ehrlich, richtig schöne Knolle. Meine Blumen. Pracht. Schön blüht alles. Die Tomaten dieses Jahr auch ziemlich spät rausgekommen und ja, ziemlich lange gedauert, bis das die Lust gewachsen. Es war wirklich alles so langsam dieses Jahr. Aber wenn ich sehe, diese ganze Früchte, was da hinten auf dem Tomatensträuchen, dann, ich glaube, wenn die alle reif werden, wird es uns auch reichen. Ich habe auch im Keller noch viel von letztes Jahr, weil letztes Jahr war sehr viel, dieses Jahr es ist weniger und gleicht sie sich irgendwie so aus. Ich habe auch noch ein bisschen Zwiebel reingesteckt, dann habe ich noch hier mit den Samen auch reingesteckt von Saschas Selfbio, habe ich mir bestellt die Samen und angesät. Mal schauen, was da werden die für so eine kleine Knollchen. Die hat wirklich eine tolle Samen und wenn ihr wollt, da bestellen, kann ich euch unten Link reinstellen zu seinem Shop. Da kann man was Außergewöhnliche auch finden. Ein paar Möhrchen, nur zwei Reihen habe ich dieses Jahr gemacht, weil ich habe noch von letztes Jahr angekochte Möhren. Dann habe ich auch ein paar von den roten Beete, sind auch schon kleinere Knolle, gar nicht so schlecht, aber so wie kleine Kinderfaust sind die schon. Und die Bohnen schreien schon, ernte mich, ernte mich. Sind die auch sehr, sehr, sehr voll und wirklich, es ist keine Zeit, die abzumachen. Oder es ist sehr, sehr heiß oder dann regnet. Hier auf die Erde habe ich noch ein paar Gurken reingesteckt. Ja, habe ich schon eigentlich 8 Gläser angeguckt, habe geerntet. Jetzt werden die, ich glaube, nachts ist es ein bisschen kühler und am Tage Hitze. Hat die angefangen zu brennen. Zucchini habe ich schon mittlerweile 11 Stück geerntet. Und von dieser Sorte, die sind echt komisch. Die drehen sich immer so komisch rum. Aber es sind noch sehr viele kleine dazwischen. Habe auch noch eine Pflanze mit runde Zucchini. Die liebe ich. Irgendwie schmecken die mir am besten. Die sind so zart. Dann hier die gestreifte. Von den gestreiften habe ich auch schon 3 Stück geerntet. Es ist da. Und Kartoffel kann man auch schon langsam rausnehmen. Wir haben so 2 Pflanzen rausgenommen und 2-mal gegessen.
Es ist schon auch nicht schlechte Ernte. Unser Apfelbaum dieses Jahr auch wunderbar sieht aus. Wird bestimmt sehr schöne Ernte. Wirklich sehr viel und sehen sehr toll aus. Die Birnenbaum ist auch dicke voll. Sieht auch sehr gut aus. Das ist wirklich eine sehr leckere Sorte. Nur ich weiß leider nicht, was für so eine Sorte. Der Baum stand schon hier im Garten und ist kein Zettel da. Mein Hochbeet hier, Gurken. Naja, ich weiß nicht, was ist das für so eine Sorte. Das ist gekaufte Pflanze. Ich habe zwei gekaufte Pflanzen und den Rest habe ich alle selber gezogen. Und habe ich festgestellt, dass ich glaube, wir werden nie wieder kaufen. Irgendwas so was Komisches hier wächst. Ganz ehrlich. Und das ist meine Pflänzchen. Das sind Mini-Gurken und die schmecken so lecker. Die sind nie bitter, die haben keine raue Haut. Echt wunderbar lecker. Leckere Gurken. Und die am besten mag ich so einzupflanzen. Paprika. Paprika hat auch ganz schön gelitten. Da hinten die paar Knollen, aber die sind alle angefressen, leider. Mal schauen, ob das oben hier wird noch was schaffen zu reifen. Ja, schaut, so sieht dann aus meine Spitzpaprika. Toll. Unser Schneeballstrauch steht richtig schön in die Blüte. Und dieses Jakobis habe ich in den Topf eingepflanzt. Und das ist wahrscheinlich Fehler. Weil er kann sich nicht richtig entwickeln. Aber hat eine hier liegen. Ob die wird weiter wachsen, da lasse ich mich überraschen. Und unsere Wein. Dieses Jahr wieder sehr viel Wein. Diese dunkle Sorte, die kommt immer wieder sehr, sehr gut. Sind schon richtige, schöne Beerenhellen. Dagegen die helle. Ist irgendwie, reicht er nicht, weiß ich nicht. Ich bin noch kein Profi im Wein. Da schneidet und macht alles mein Sohn, weil da kommt er gut zurecht mit dem Wein und bei ihm im Garten auch immer Wein da. Da verlasse ich auf ihn, aber es hält wahnsinnig viel. Und hier mein Blumenbeet. Blumen und ein paar Töpfe. Kann nicht lassen, noch die Töpfe voll zu machen, echt. Aber es wird immer weniger. Ich habe meinem Mann versprochen, dass ich werde ein bisschen reduzieren. So, meine Lieben, das war's jetzt schon. Ich hoffe, wird euch mein kleiner Rundgang in meinem Garten gefallen. Ich wünsche euch alles Gute, ich wünsche euch eine gute Ernte. Ich habe auch heute was ganz bisschen geerntet. Und ich wünsche euch gute Vorräte anlegen, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!